Wir haben uns schon super auf diesen Besuch gefreut. Wir haben ihn jetzt verknüpfen können mit unserem Urlaub, sitzen hier im wunderschönen Schwarzwald. Es ist mein erstes Mal, ehrlich gesagt. Und neben mir sitzen zwei wunderbare Menschen, die wir kennenlernen durften. Einmal Rebekka und Florian. Und jetzt möchte ich euch gleich mal fragen, wer hatte die Idee, so ein Haus zu bauen und wie ist es dazu gekommen? Der Grundgedanke entstand irgendwie damals, als ich einen Job hatte in der Schweiz. Und ich hatte sehr viel, also ich war eigentlich den ganzen Tag irgendwie am Arbeiten, kam abends heim und hatte ein Haus alleine, völlig verrückt, mit Swimmingpool, also völlig over. Das war einfach zu viel, ne? Also der Job hat einfach zu viel Raum in meinem Leben eingenommen. Mhm. Und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt gehabt, irgendwie, was ist der Sinn des Lebens? Mhm. Und musste dann feststellen, ne? Eigentlich weniger zu arbeiten, mehr Freizeit zu haben. Und dann kam irgendwie dieses Thema Tiny House durch meine Schwester. Dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen und dadurch, dass ich irgendwie auch einfach vom Fach komme, hatte ich da auch einfach irgendwie Spaß dran, das zu entwerfen und zu entwickeln. Und dann habe ich Florian kennengelernt. Mhm. Und ich kannte zu diesem Zeitpunkt keine Tiny Häuser, also es war Neuland für mich mehr oder weniger. Ja. Also ich habe davon mal was gehört, aber konnte mir da jetzt nicht direkt die Philosophie dahinter vorstellen. Mhm. Und als wir uns dann kennenlernten, war das Thema Nummer 1. Sie hat mich davon irgendwie überzeugen können, hat gefragt, hier kann man das, dies so und so machen. Und ich war total begeistert, weil es einfach auch damals irgendwie zu mir passte. Ich konnte mich damit direkt identifizieren, mhm, und hatte echt Spaß dran. Und so kam das dann halt nach und nach. Ne, wir fingen dann an zu entwerfen, zu planen, zu designen, zu recherchieren vor allem. Jetzt seid ihr auch selber Hersteller, ne? Also, ja. Genau. Mhm. Die Leidenschaft ist gewachsen und ja, es ist einfach. Ja, und dann haben wir einfach diesen Schritt gewagt, zu sagen, okay, und beziehungsweise es kam einfach eine Halle. Die kam einfach. Die Tür ist geöffnet worden. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es selber. Du hast ja auch Vorkenntnisse in dem Bereich. Also du bist Elektriker, ne? Elektroniker und Facharbeiter, genau. Eine super Kombi halt. Ja. Das, was wir halt nicht konnten, das haben wir uns irgendwie auch beigebracht. Gehen wir rein? Ja, los. Gut. Die Gästeschlappen stehen auch schon bereit. Jetzt sind wir im richtigen Moment reingegangen, weil es gerade anfing zu regnen. Was war euch hier im Innenraum wichtig? Wie habt ihr das geschafft, dieses Gefühl von Ruhe und Klarheit zu erzeugen? Das ist unglaublich. Wir haben eigentlich versucht, alles aus einem Guss wirken zu lassen. Mhm. Also die Materialität der Möbel sind dieselben der Wände. Welches Holz habt ihr verwendet? Das ist die Weißtanne, mhm, also aus dem Schwarzwald. Klar und bewusst angeordnete Fensterflächen. Und große Fenster. Genau. Ja. Große. So wird eben der Geist des Menschen auf das Wesentliche gelenkt. Wusstest du das schon, dass du das so erzeugen kannst, oder hat sich das ergeben? Wir haben ein Modell gebaut damals, ja, dass wir irgendwie so ein bisschen unsere Vorstellung haben. Ein Pappmodell hat selbst. Ja, cool. Und dann eben alles auch auf 3D gezeichnet. Super. Und dadurch hat man ja schon so ein bisschen Raumgefühl gekriegt. Super. Und natürlich die Ergonomie des Menschen ist natürlich auch sehr entscheidend in so einem Raum, ne? Was muss wie hoch sein und mhm, das. Und ihr habt es eben auch auf euch abgestimmt, weil es euer Wohnhaus ist. Ja. Ja. Also es ist komplett auf Rebekka praktisch designt. Es ist maßgeschneidert, ja, auf Rebekka. Das ist. Also wenn man jetzt mal sieht, der Raum ist nicht hoch, damit wir oben auch noch Platz haben. Aber für mich völlig ausreichend. Und ich habe hier nicht das Gefühl, dass ich irgendwie von oben irgendwie was auf den Kopf kriege oder so. Ne? Also ich bin ganz überrascht und vor allem, ihr habt ja auch durch diese Fensterflächen oder durch die Anordnung und Größe habt ihr ja so einen fließenden Übergang. Also es ist ja grundsätzlich so, dass Tiny House Problem haben, weil es ist nur begrenzt Raum zur Verfügung, mhm, und man kann ihn halt auch ganz schnell drückend wirken lassen. Ja, ja. Und durch die großen Fensterflächen ist es halt möglich, die Weite reinzuholen, ohne in diesem engen kleinen Raum bedrückendes Gefühl zu, ja, konstruieren. Ja, ne? Man fühlt sich einfach weiterhin frei. Ne? Genau. So nicht eingesperrt. Und die klare Linienführung, da hast du schon Augenmerk drauf gehabt von Anfang an. Überall Schattenfugen, 5 mm. Und er hat nachts von 5 mm geträumt. Also ich war... Drama. Es war, ja, ne? Also sie hat das schon komplett gesehen und dann in 3D gezeichnet. Da habe ich es halt nur in 3D, auf 3D gesehen, als es dann am Ende fertig war. Und genauso auf einen Millimeter wie in der Zeichnung. Toll. Man kriegt es allerdings auch nicht anders hin. Also wenn man wirklich will, okay, ich will da die 5 mm Fuge haben, dann muss ich genau wissen, wo muss der Ständer sitzen, wo sitzt der Ständer, genau, dass das nachher auch so rauskommt. Super. Klar. Und das bedeutet einfach, man muss es einfach alles gezeichnet haben. Ja. Oder müssen da 2 Ständer hin, weil da jetzt unbedingt diese Fuge sein soll, aber man muss ja auch noch den Aspekt der Statik irgendwie erfüllen und so weiter und so fort. Ja, man muss gleichzeitig an Außen denken, man muss die Außenverkleidung befestigt werden, wie läuft es mit der Innenverkleidung, die muss ich auch irgendwo befestigen. Ja. Genau. Wie habt ihr das Haus gedämmt? Also wie ist bei euch so der Aufbau? Also klassisches Holzständerwerk im Fachwerk Stil. Und dann mit Holzfaserdämmung, auch hier aus dem Schwarzwald, da nehmen wir auch regionale Produkte. Also das ist euch auch total wichtig gewesen, dass ihr wirklich guckt, was kriegen wir aus der Region. Genau, und natürlich kriegen wir nicht alles. Ich meine, die Fenster gehen nach außen auf, die gibt es hier in Deutschland nicht. Das müssen einfach mal irgendwie andere sein aus den skandinavischen Ländern. Ja. Aber da war es uns auch wichtig, dass wir auf Qualität setzen und deswegen diese Holz-Alu-Fenster. Ja, super. Ja. Und auch im Design ja total minimalistisch, ne? Also total schmale, normalerweise sind die Flügel versetzt angeordnet und dadurch kriegt man schon so einen Rahmen irgendwo. Dann auch die integrierten LED-Leisten in den Fenstern, teilweise im Küchenbereich, hier am Eingangsbereich, oben in der Loftebene. Ja, so ein bisschen auch mit der Zeit sind wir da gegangen und haben gesagt, okay, Technik, wir wollen uns nicht ganz versperren, denn auch wenn wir minimalistisch leben wollen, im Wohnbereich ist alles, was Funktion hat, ist schwarz gehalten, als einziger Kontrast zur Weißtanne. Ich bin kein Deko-Typ. Nicht so doll. Ja. Ich staub auch nicht gern ab. Ich meine, vielleicht in der Praxis, manchmal fehlt dann vielleicht so eine Ablage für einen Schlüssel oder sowas. Die landet dann eben auf dem Küchentisch. Ja, aber es muss ja auch entwickelt sich, genau. Ja. Und da kommt vielleicht noch das eine oder andere. Ich wechsle mal kurz die Seite, weil hier euer integriertes Bücherregal aufgefallen ist. Wollt ihr was so ein bisschen zu dem Stauraum hier in dem Bereich erzählen, den ihr hier integriert habt? Also das ist letztendlich ja alles Kleiderschrank. Hier unten mit Schubläden ausgestattet, gleichzeitig dann eben die doppelte Funktion als Sofa, Leseecke und da unten auch mit USB-Anschluss und Steckdose noch. Wir können ja mal so einen Schwank noch machen. Du stehst gerade an der Tür, ihr habt sogar eine Haustür, also nicht nur die Terrassen-Doppelflügeltür, sondern auch eine eigene Haustür. Ja, ursprünglich wollten wir hier eigentlich den Essplatz haben, der fehlt ja jetzt hier in dem Haus. Dann hatte uns der Fensterhersteller gemeint, dieses Fenstermodell gibt es nicht von außen abschließbar. Es wäre dann, wenn dann irgendwie so ein breites Profil gewesen. Und ich glaube, das hätte die Fassade von vorne komplett zerstört. Das wäre einfach nicht stimmig gewesen. Dann haben wir entschieden während dem Bau, okay, wir müssen aber irgendwie in das Haus reinkommen. Ja, nicht schlecht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Tür. Die geht eigentlich nur hier, wir haben sonst nirgends die Möglichkeit. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was wird das denn für eine Tür? Ne? Also die klassische Haustür, das geht nicht. Das so eine, was ich da so eine weiße Haustür vorstellt. Ja. Das wäre auch mega der Stilbruch. Und deswegen hatten wir dann, wir hatten damals noch einen Freund von uns, der ist Schreiner. Und er hat uns dann ein Türrohling angefertigt, weil wir auch nicht die Möglichkeiten haben mit unseren Materialien oder mit unseren Maschinen. Und dann haben wir den eingebaut und haben das dann eben von außen und von innen wandbündig gemacht, so dass ihm eigentlich nicht auffällt. Also man sieht ja hier eigentlich nur die Linie und dann eben diesen Türgriff. Von außen sieht man dann nur die Umrandung, kein Türgriff, nur die Rosette. Ja. Also was wir jetzt im Nachgang gemerkt haben, dass es ganz sinnvoll ist, dass wir hier öffnen können, ne? Weil wir einfach direkten Durchzug haben. Ja, gerade bei Wärme und Temperaturen. Ja. Mega angenehm, wenn man hier aufmacht, die Terrassentür aufmacht und es lüftet einfach sofort durch. Also braucht diese Querlüftung im Tiny House definitiv. Super. Toll. Und das hier ist eure Heizzentrale. Flo, willst du da so ein bisschen was zu erzählen? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, das ist so das Pendant zum ganzen geradlinigen, sag ich mal. Also wir haben hier diesen super coolen Pelletofen. Raumluftunabhängig ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen. Und ja, man füllt ihn halt von oben. Eine Füllung hält 54 Stunden laut Datenblatt. Der Ofen ist halt auch smart. PM kannst du sagen, 20 Uhr. Auch wenn ihr mal weg seid, ne? Ja. Rein, bitte machen wir schon ein bisschen kuschelig. Jetzt befinden wir uns in der Küche. Und das Erste, was mir ins Auge gestochen ist, war dieses riesengroße Fenster. Wir haben hier eine 70er Arbeitsplattentiefe, weil wir die ganze Leitungsführung dahinter haben. Mhm. Wir wollten die nicht in der Wand integrieren, wegen Einfrieren und sowas. Da haben wir gesagt, wir gehen damit in den Raum. Haben aber dadurch eben auch Fläche, ne? Also ich meine, die ist ja nicht groß. Wir haben hier zwei Sachen, die schon mal Fläche wegnehmen. Jetzt haben wir da ein schönes Fenster. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss das da immer ranholen und das ist echt was, ist das einfach zu weit weg. Ja. Und es würde wahrscheinlich durch das Gewicht auch gar nicht stehen bleiben. Es würde immer wieder runterkommen. Deswegen haben wir hier ein elektrisches Fenster integriert und es lässt sich dann per Knopfdruck einfahren. Und ihr habt Gas, ihr kocht mit Gas? Genau, die großen Stromverbraucher wie Gas und Heizen haben wir eben outgesourced. Wir haben gesagt, wir gehen da weg vom Strom. Deswegen Gas und Pellet in dem Fall. Und Warmwasser machen wir durch einen Gaslauf. Gasdurchlauf, echt so. Okay. Hier unten sind überall Auszüge, weil ich diesen Effekt von Bücken und Kruscheln nicht wollte. Ja. Deswegen haben wir hier unten eben überall Auszüge dann mit integriert noch in Schubladen, so dass man einfach alles nutzt. Hier oben sind dann Schränke, weil es auf der Höhe ist, eine Ergonomie und so. Da könnte ich noch mehr Fachböden reinmachen, wie auch immer. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit einfach entwickeln, wenn ihr das nächste Mal da seid. Ihr habt sogar eine Spülmaschine, ne? Das ist eine kleine, also es reicht vollkommen, aber wir haben einen. Aber wir haben auch ein großes Waschbecken, ne? Wenn man jetzt irgendwie das Geschirr irgendwie hat, ne? Dass das nicht alles hier oben drum steht, kann man es auch erstmal da rein tun oder eben gleich verräumen mit die Spülmaschine. Dann ist es einfach weg. Ich habe es aus dem Kopf und kann wieder klar denken. Und ihr habt die Schränke nicht bis ganz nach oben gebaut. Wir hatten es mal geplant gehabt und dann haben wir aber im Modell schon gesehen, das wird uns zerdrücken in dem Raum. Und auch als wir es dann eben gebaut haben, haben wir gedacht, mega cool, irgendwie so eine Galerie, wo man nochmal sitzen kann, lesen kann, wie auch immer. Wir haben dann auch, sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so mit dem Licht, der ist einfach nochmal ein bisschen in Szene gesetzt mit 3 Spots, die dann einfach nochmal nach oben hin Licht abgeben. Und ansonsten eben diese LED-Leiste hier in der Küche ist eben auch gleichzeitig Beleuchtung hier unten. Ich brauche ja hier irgendwo Licht, in der Decke haben wir keins, also muss ich irgendwie hier gucken. Wollten wir eben aber auch nicht aufgesetzt irgendwas machen, sondern einfach integriert. Lässt sich auch nehmen, aber bei Smart, das lässt sich auch wieder, Smart-System. Ja. Super cool. Den Kühlschrank haben wir hier noch. Kühlschrank, genau. Willst du reingucken? Der ist sogar größer als unser Kühlschrank. Ungesund. Wir haben gegrillt. Und darunter ist noch mehr Stauraum. Hier ist noch mehr Stauraum. Geht das mal. Also hier könnte genauso auch noch mit irgendwie Büro sein, ne? Dass man sagt, man kann noch irgendwie Papierzeug noch mit reinmachen. Also wir haben ja jetzt hier eigentlich nur Stauraum für kleinere Sachen oder kompaktere Sachen. Und man hat ja vielleicht auch ein Bügelbrett, kann mal vorkommen, oder ein Besen oder ein Wischer. Der ist natürlich lang. Wir haben hier noch keinen Griff, das kommt noch. Ja. Aber hier ist so eine Nische entstanden, die wir einfach auch dafür nutzen können. Das Haus ist hier aber noch nicht zu Ende. Es geht weiter und das liebe ich immer in diesen Häusern. Darf ich? Ich mach's einfach mal auf. Das mal. Hier kommen wir. Das Badezimmer. Ja, wir haben hier voll integrierte Dusche, Platz für eine Waschmaschine. Wir haben hier eingebaute Schränke. Oh, das ist so toll gelungen. Und auf der anderen Seite ist auch nochmal Stauraum, das sieht man jetzt hier nicht. Das sieht man genau, vielleicht nicht unbedingt, aber auch mit der Nische in der Dusche, das sind alles so Plätze, die irgendwie entstanden sind. Und hier nochmal eine Vertiefung auf, Handtücher. Genau. Der Part auf der anderen Seite wäre zum Beispiel, hier ist der Technikraum. Mhm. Okay. Ja, und dadurch hat sich praktisch diese Nische der Dusche ergeben. Da wo du stehst, ja, da kommt die Toilette hin. Es wird in diesem Fall eine Trockentrenntoilette werden. Für die Feuchtigkeit habt ihr aber auch zusätzlich noch hier diesen Ablüfter. Ne? Mhm, genau. Aber den braucht ihr gar nicht? Oder? Wir haben ihn bisher noch nicht benutzen müssen. Also wir duschen hier und es reicht tatsächlich, das Fenster zu öffnen. Ja. Wie ist es denn jetzt hierzu gekommen, dass ihr so eine Dusche baut? Hier in dem Raum habe ich gedacht, wenn wir jetzt hier als Funktion schwarz nehmen, dann wirkt das nicht mehr. Hier müssen wir auf weiß gehen, also als Kontrast zur Weißtanne. Und natürlich, wir können ja nicht jetzt da Weißtanne verkleiden in der Dusche, deswegen brauchen wir ein anderes Material, das eben auch von der Feuchtigkeit dann funktioniert. Und dann sind wir eben auf diese Alu-Dibond-Platten gekommen, mhm, und haben gesagt, okay, die machen wir. So eine reingestellte Dusche hätte hier auch irgendwie einfach, das wäre wieder nicht passend gewesen, deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns selber was bauen. Mhm. Aber dann eben diesen Kontrast wieder mit diesen schwarzen Armaturen, auch hier, dass man sagt, okay, das ist wieder in schwarz gehalten, nicht irgendwie chrom oder so. Das war uns wichtig. Darf ich mal reingehen? Natürlich. Ja? Ich gehe immer in die Duschen. So, guck mal. Genau, eben auch mit Regendusche oben und eben mit der Beleuchtung. Ihr habt zu diesem Thema auch noch eine Firma mit aufgenommen, die ein Showerloop-System verkauft. Da habt ihr gesagt, dass ihr das jetzt auch mal integrieren wollt. Genau. Also wollten wir damals eigentlich schon. Ja. Wir hatten, aber damals war der Hersteller noch nicht so weit. Es hätte aber theoretisch hier funktioniert, ne? Wenn ihr jetzt sagt, in dem Technikbereich, der direkt dahinter ist, genau, ist ja auch das Geniale, dass ihr hier, man bekommt davon nichts mit, aber im Grunde kann das, könnte das Wasser ja hier aufbereitet werden und dann oben wieder raus. Prinzipiell kann man sich den Loop ja schon fast vorstellen. Ja, eben, ich sehe ihn ja hier schon. Also es ist praktisch jetzt nur noch die Steuer- und Filtereinheit, die da halt zwischengeschaltet werden muss. Ja. Und ja, somit ist das echt super realisierbar. Bitte zeigt uns nochmal ganz kurz diese Tür. Also die ist ja so massiv gefüllt, man hört auch gar nichts. Also das war mir auch wichtig, dass man einfach diesen geschützten, privaten Bereich hier irgendwie ein bisschen abtrennt, auch eben akustisch. Dass wir sagen, okay, die Türe wird gedämmt, die Wände sind auch nochmal zusätzlich gedämmt. Und dann hat sich ergeben, dass die Wandverkleidung letztendlich die Dichtungsebene integriert. Sprich, ja, stimmt. Super schön versteckt und gelöst hier. Wir haben hier einfach in den Nudel eingefräst, wo wir die dann reinmachen können. Erzählt doch mal ganz kurz, wie es jetzt zu dieser Leiter gekommen ist. Wir haben was Minimalistisches wollen. Ich meine, irgendwie müssen wir hochkommen. Ja. Deswegen diese platzsparende Leiter. Und gleichzeitig, weil wir haben da oben noch Stauraum, haben wir gesagt, okay, wir müssen da ja auch irgendwie hinkommen. Das heißt, wir haben sie mobil gemacht. Das heißt, wir können sie nehmen, da hinten anstellen, an der Loftebene, weil die sich auf einer Ebene durchzieht. Und dann lässt sich das hier öffnen. Ja, super. Hier soll dann eben einfach noch ein Boden, wo man natürlich auch noch was reinstellen kann, aber hauptsächlich geht es dann eben um die Flächen dort und dort, dass man da nochmal Regalböden hat und dann irgendwie seine Kisten da reinstellen kann. Wir sind jetzt hier oben im Schlafloft angekommen. Was uns gleich aufgefallen ist, dass die Matratze, dass ihr die auf einen Lattenrost gebaut habt. Das heißt, die liegt nicht direkt auf dem Boden und Flo, du kannst trotzdem so komfortabel sitzen und kannst direkt eben durch das Dachfenster in den Himmel gucken. Was habt ihr euch hier oben gedacht? Es ist wirklich sehr, sehr offen und luftig geworden. Also wir haben gedacht, wenn man schläft, frische Luft ist schon das A und O oder auch dieses Schocklüften, Querlüften. Das ist einfach nur so zu realisieren. Mhm. Also gegenüberliegende Fenster, ich glaube, In der Planung hatten wir sogar erst noch hier eins, das haben wir dann rausgenommen. Das hätte von der Fassade von außen nicht gewirkt. Das hätte dann das Stimmungsbild von außen wieder kaputt gemacht. Weil ja, das wirkt alles aufeinander. Ne? Ja. Also grundsätzlich bei dieser Fensteranordnung wollte ich einen Bereich haben, also eine Seite, die geschlossener ist, ja, wo ich einfach ein bisschen Schutz habe, ja, und einer, wo offen ist. Und hier hat sich dann eben so eine Nische entwickelt. Ne? Und das ist das so deine neue Leseecke? Es ist irgendwie so meine Lieblingsecke. Man kann hier so rausgucken, dort. Ja. Man sieht alles. Und ihr habt hier USB-Stecker. Und hier eben diese Lichter sieht man jetzt leider nicht. Aber die machen ein mega schönes Licht. Auch ja. Je nachdem, wo man sich hindreht, völlig anderes. Also man hat total viele Möglichkeiten. Ja. Und gleichzeitig noch hier auch wieder die LED-Leisten. Wir müssen hier auch noch nachträglich außen irgendwas aufbringen. Markise, WGB, irgendwie sowas in der Richtung, was man automatisch dann auf und zu machen kann. Ja, so genau. Es muss einfach irgendwie elektrisch oder solarbetrieben funktionieren. Ich möchte ja auch... Läuft ja nicht ständig aufs Dach und machst es hoch und hoch runter. Jetzt stehen wir hier vor eurem Technikschrank. Mhm. Und ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gefunden, wenn hier nicht ein Schloss wäre. Zeig mal kurz. Richtig. Bei uns war halt wichtig, dass wir halt keine Griffe haben, sondern dass wir wirklich die Schließzylinder und die Rosetten eingefräst haben und dass das halt alles auch wieder bündig mit der Fassade abschließt. Wir haben ja vorhin gesagt, dass wir die großen Stromverbraucher outgesourced haben. Mhm. Sprich, heizen tun wir mit Pellet, heiß Wasser und kochen mit Gas. Dazu haben wir dann halt hier den Gasschrank. Ja. Mit zwei Flaschen, hier passen zwei 11 Kilo Flaschen rein, die automatisch umschalten. Ja, es war halt wichtig, dass Gasschrank und abschließbar und so, das sind halt alles so diese Vorgaben, die man halt erfüllen muss, genau. Unser Durchlauferhitzer für das Heißwasser und natürlich einen vernünftigen Sicherungskasten. Wir haben hier drei Phasen, die kommen hier an, 16 Ampere, das ist in dem Fall ausreichend. Wir haben, wie gesagt, Backofen, Waschmaschine, Spülmaschine. Das haben wir dann schon jeweils auf eine Phase gesetzt. Ja. Und dann hat man halt geguckt, leistungstechnisch, was kann man da halt noch zumachen und halt alles extra halt abgesichert. Genau, mit FI-Schalter, Hauptschalter, so wie es halt sein muss. Und PV hattet ihr jetzt auch nochmal geplant damals, ne? Genau, richtig. Also wir wussten halt damals nicht, wo steht es letztendlich tatsächlich, also fest, und wir haben so konzipiert, möglichst autark zu sein. Ja. Das heißt, wir hätten hier auch noch die Möglichkeit, eine PV-Anlage draufzusetzen und dort oben die Technik mit zu integrieren. Zusätzlich haben wir dasselbe auch mit Wasser. Wir haben da oben halt noch Platz für einen riesigen Wassertank. Zeig das doch mal ganz kurz, wenn du so lieb bist. Das finde ich genial. Ich wusste gar nicht, dass es da noch weitergeht oben. Das ist jetzt oberhalb der Dusche, ne? Genau, das ist praktisch über der Dusche. Hier kommen jetzt noch Dämpfer integriert, dass man die Klappe halt nicht hochhalten muss, dass sie automatisch öffnet. Ja. Und dann ist da genug Platz für die ganze Wassergeschichte. Ne? Wir haben auch keine Dachrinne in dem Sinne, sondern auch das läuft alles integriert durch den Technikraum. Dort unten trifft sich halt der Abfluss vom Haus und der vom Dach und laufen dann gemeinsam ab. Ich habe das jetzt hier oben mal geöffnet. Das war der Bereich für die Photovoltaikanlage, also Wechselrichter und Akkus. Laderegler. Was ich auch noch erwähnenswert finde, ist eure Fassade. Wir haben uns gestern noch lange darüber unterhalten, gerade zum Thema Holzfassade, Verwitterung. Was habt ihr gemacht, damit eure Fassade nicht so schnell verwittert? Zum ersten haben wir ja die Weißtanne, die auch im alpinen Raum eingesetzt wird oder lange eingesetzt wurde. Ja. Also gerade in Vorarlberg und so die Region in Österreich. Genau, sie ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil sie Anfang des 20. Jahrhunderts einfach nicht mehr lukrativ war. Mhm. Da kam ja die Industrialisierung und dann wurde Bauholz gebraucht und schnell wachsende Hölzer waren einfach in den Vordergrund gestellt worden. Und dann haben die hier überall im Schwarzwald die russische Fichte. Haben sie ja überall angebaut. Das Problem ist bei der Russel oder bei grundsätzlich bei Fichten sind Flachwurzler. Die Weißtanne ist ein Tiefwurzler. Das heißt, die haben eben auch diese Erosion dann mit sich, kam dann, ne, dass die Hänge dann abgerutscht sind. Wir haben hier auch teilweise richtig massive Probleme mit Hangabrutschen. Ja. Und die Weißtanne ist eben ein langsam wachsendes Holz. Das heißt, sie hat nicht so viel Weichholzanteil. Dann ist hier eben noch so ein Bandsägeschnitt drauf. Das ist schon mal ein Holzschutz. Dann die Art der Leiste, eine Rhombusleiste. Das heißt, ein schräger, das ist ein schräger Schnitt oben. Das heißt, das Wasser kann ablaufen. Wenn man jetzt Holz verwittern lässt, ist es der natürliche Holzschutz. Wollten wir allerdings nicht kommen lassen, irgendwann unterschiedlich, auf jeden Seiten anders. Je nachdem, wie die Sonne auch dann scheint, genau, ne? Wie es steht und was steht ich weiß. Haus also man könnte es eigentlich einfach natürlich verwittern lassen. Das würde genauso gehen, wir wollten dem vorweggreifen, deswegen gibt es da so eine Holzschutzlasur. Ist gleichzeitig auch ein Pilzschutz mit drin und UV-Schutz. UV-Schutz, super. Ja. Und der spült sich halt mit der Zeit raus. Genau, und dann kommt, und die dann kommt der natürliche Vergrauung dann zum Vorschein. Super. Also das wechselt dann den Platz sozusagen. Ja, weil ihr habt natürlich schon auch durch das Feld hier eine Wetterfront. Ne? Und wir sind ja jetzt auf wie viel 1000 Metern? 1000 Meter. Ziemlich genau 1000. Hier ist schon echt ein anderes Wärmegewitter, anderer Regen, das spürst du dann schon. Also finde ich total spannend. Und dann, was man auch noch irgendwie erwähnen könnte, und zwar, dass diese Fassade grundsätzlich auch unsichtbar befestigt ist. Durch Clips. Durch Profile, Montageprofile. Montageprofile, wird von hinten geschraubt. Okay. Super. Und dann befestigt. Mir war es eben auch wichtig, dass ich nicht überall irgendwelche Schrauben rein habe. Ja. Und dass das dann wieder irgendwie unruhig wird. Und weh, da sitzt eine dann irgendwie schräg und dann regst du dich immer in der Schraube auf. Okay, noch die letzten wichtigsten Fragen. Ihr seid jetzt gerade frisch eingezogen oder groovt euch so langsam ein, wie ihr erzählt habt. Ihr seid jetzt noch nicht Vollzeit in dem Haus. Also wir sind eigentlich gerade dabei, uns voll einzurichten. Also das Tiny House haben wir jetzt seit Februar bei uns endlich. Wir konnten es jetzt endlich hier auf unserem Platz hinstellen, abstellen und auch immer mehr bewohnen. Ja. Also das super. Das heißt, ihr habt auch einen fließenden Einzug. Es war kein von heute auf morgen, jetzt muss alles rein und aussortiert werden und keine Hauruck-Aktion, sondern ihr könnt ganz langsam eure Sachen hier integrieren. Genau. Dank euch ging das schneller. Wir haben die Deadline gesetzt durch unseren Besuch. Ja, cool. Und möchtet ihr vielleicht noch kurz verraten, wie viel ihr ungefähr für das Haus, so wie es hier steht, ausgegeben habt? Ihr habt ja auch super viel, also alles eigentlich selbst gemacht. Also wir sind hochwertig unterwegs. Ja. Also wir legen schon sehr viel Wert auf gute Materialien. Ja. Wir haben hier einen Materialwert von ca. 65.000 Euro. Ja. Und man kann sagen, dass man so um die 800 bis 1000 Arbeitsstunden denn reinsteckt. Ihr habt jetzt mit eurem Haus die Erfahrung gesammelt und habt euch dann irgendwann entschieden, jetzt wollen wir das auch für andere realisieren, individuelle Tiny-Häuser mit eurem Einfluss, eurer Expertise dann zu bauen. Und demnach hat sich das mit dem Stellplatz dann ja auch erledigt. Wollt ihr das ganz kurz noch irgendwie erzählen? Wir haben mal ein paar Bilder online gestellt und da haben uns halt dieser Kevin Rechsteiner, ist auf uns aufmerksam geworden, der zu dem Zeitpunkt ein Buch geschrieben hat. Können wir auch gerne mal unten verlinken unter dem Video. Genau. Ja. Und über das Buch kamen sehr viele Anfragen schon rein. Und wir waren einfach auch immer noch nicht so weit, richtig. Aber dann hat sich mal wieder eine Tür geöffnet. Und wir haben eine Halle gefunden im Schwarzwald, wo wir jetzt eben auch sind. Und dann haben wir einfach das Glück gehabt, dass wir die erwerben konnten und jetzt hier unseren Traum leben. Mal sehen, wo es hingeht. Ja, ihr habt es einfach fließen lassen, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Also vielen Dank euch, dass ihr uns diesen Einblick gewährt habt, dass ihr da jetzt für euch auch eure Berufung gefunden habt. Das freut uns sehr. Und deshalb verlinken wir natürlich auch eure Website nochmal unter dem Video in der Infobox. Das Buch auch nochmal mit der kommenden Neuauflage. Und wir hoffen, dass euch das Video und das Haus vor allem und die beiden genauso gut gefallen haben wie uns. Kommentiert gerne und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, jetzt lassen wir unseren Tag noch schön ausklingen. Also bis dann. Tschüss.